Hallöchen, willkommen zurück zu GTA Online. Es ist ein Weilchen her und ich habe natürlich auch viel zu erzählen. Wieder mal. Ja, wie lange ist es her? Eine Woche? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, am 5. kam die letzte Folge. Huch. Und da war ja die Gamescom jetzt dazwischen und dies, das und jenes. Und ja, was soll man sagen? Momentan ist es zeittechnisch. Moment. Einfach, ja. Man sieht und hört nichts. Wie man sieht, sieht man nichts. So, von wegen dies, das. Ja, die Gamescom war ja, ne? Ja, ein paar Leute getroffen. War auf jeden Fall mal wieder cool. Auch wenn ich dies ja nicht jedes... Ja, ich war nicht jeden Tag da. Habe ich dies Jahr einfach nicht geschafft. Aber dafür waren die zwei Tage, die ich da war, ziemlich geil. Ich war am Mittwoch da, dem Fachbesuchertag, und am Sonntag, dem letzten Tag. Why, hello, how you doing? Hä? How can I help? Moment. Und ich muss schon wieder mal sagen, also ich weiß nicht, wie es aussieht, aber Delgato hat schon wieder solche abgekackten spastischen Züge gezeigt hier. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, weiß nicht, wie lange gebraucht, um das Ding mal zum Laufen zu kriegen. Entweder hat sich gar nicht erst geöffnet oder hat sofort geruckelt oder war wieder nur Schwarzbild oder das Standgerät wird von einer anderen Anwendung benutzt auf einmal. So, ja, alles klar, okay. Ich weiß nicht, ob der Laptop bald hier aufgibt oder ob das Programm schon wieder mal eine Neuinstallation braucht. Ist natürlich blöd. Ja, die Gamescom. Was gab's da zu sehen? Da gab es viele coole Spiele auf jeden Fall. Was ich mir ganz besonders angeschaut habe, war Need for Speed. Ein richtig geiles Game auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, wie es am Ende dann aussehen wird. Das ist ja schon eine Weile her. Need for Speed kam letztes Jahr keins. Die haben sich für dieses wohl mehr Zeit mal genommen. So gehört sich das auch mal. Ich meine, die haben in letzter Zeit jetzt nicht unbedingt die ultimativen Highlights rausgehauen mit ihren letzten Titeln. Was soll man da sagen? Das neue ist auf jeden Fall geil. Ist stark an Most Wanted und Underground 2 angelegt. Also vor allem an Underground 2, wenn man das mal so ein bisschen präziser sagen will. Also ist schon ziemlich krass dran. Natürlich, die Steuerung ist arcade-lastig, ist jetzt nicht so krass simuliert wie in Forza oder Gran Turismo, aber ist auf jeden Fall spielbar und von den Funktionen her auf jeden Fall auch ganz cool. Also ich bin gespannt, freue mich schon richtig, ich werde es auf jeden Fall holen, irgendwie, und dann spielen. Mit euch zusammen, natürlich, versteht sich. Ne? Ich bin ja ein altes Need for Speed fast, könnte man sagen. Genau wie Call of Duty auch damals viel Need for Speed gespielt. Ich bin also schon so ein alter Hase, komme auch gut klar. Also ich bin mal gespannt auf die Steuerung. Unser letztes Rennspiel in der Dimension war ja eigentlich so Crew. Jemand in der Sitzung? Keiner. Ja, ich war lange nicht online, die würden sich wundern wahrscheinlich. Gucken, ob jemand spielt. Und sonst, ja, ich war gar nicht so viele Spiele anzocken. Also ich war jetzt nicht unbedingt an jedem Stand. Ich habe es mir natürlich alles ein bisschen angeschaut, aber die meiste Zeit war ich halt so unterwegs. War dann der Let's Play Launch und so weiter. Habe ein paar Leute getroffen. Und am Sonntag habe ich auch ein paar Kollegen von Twitch getroffen. Da war ich mit unterwegs. Und da war es auch schon vorbei. Den Walle, also Saraza und Gronk und so weiter, habe ich dieses Jahr nicht getroffen. Da hatte ich auch gar keine Zeit für. Ich konnte da jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Ausschau halten und die irgendwie jagen oder so erwischen. Wir sind irgendwie immer aneinander vorbeigelaufen. Aber macht ja nichts. Ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber ja, war auf jeden Fall cool. Die Gamescom. Freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. Ich hoffe, das klappt dann wieder alles. Ich hätte natürlich die Zeit gehabt, dieses Jahr wieder jeden Tag hinzufahren, aber da hatte ich irgendwie nicht so die Kraft drauf.
jeden Tag hinzufahren wieder. Und ja, sprittechnisch wäre das auch ein bisschen übers Budget gegangen. Ich bin ja nicht da geblieben, sondern immer wieder zurückgefahren. Also nach Hause dann. Und jeden Tag wäre das ein bisschen teuer geworden. Ich war ja am ersten, dann Mittwoch war ich da noch am Dom und so weiter. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, weil ich da noch nie war. Gut, dass sie kaputt gegangen sind, die Beweise. Ja, habe ich mir auch diese verstrahlte Generation LTR-Bar da angeguckt. Ihr wisst schon, was ich meine. Da diese Kunstbar oder wie die heißt. Ja, war auf jeden Fall lustig. Ich muss sagen, verkehrstechnisch wirst du bekloppt in Köln. Also ich stand da länger im Stau und so was. Oder an der Ampeln oder war einfach mal völlig irritiert von den ganzen Seitengassen und so weiter, bis ich mal bei irgendwie einen Parkplatz beim Dom da gefunden habe. Als ich im Endeffekt da rumgelatscht bin. Also das Autofahren hat länger gedauert als alles andere. Hammerhart, ich glaube 2 Stunden habe ich damit verbracht, da irgendwie durch diesen Verkehr zu kommen, ohne mir die Karre zu zerwämsen. Das war hilarious. Aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wie gesagt, nächstes Jahr stimmt wieder. Diesen YouTube XXL-Tag-Ding-Dong im Moviepark, da habe ich auch verpasst. Da wurde ich ja auch nicht jetzt hier. Ich hatte mich da zwar angemeldet als YouTuber, aber da kam irgendwie nichts. Muss ich sagen, Bürokratie 1A. Habt ihr super Job gemacht, Jungs. Aber egal, habe ich halt verpasst, passiert. Kommt vor, ne? Da ist ja, glaube ich, irgendwie nochmal ein Treffen an irgendeinem Park. Die Tage, die Monate, die Wochen, keine Ahnung wann genau. Ich glaube im September oder so, ich weiß es nicht. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht sein. Ich glaube eher weniger, als ich da die Zeit finde. Ja, es kam ja auch trotzdem nach der Gamescom kein Video mehr. Das ist ärgerlich. Ich weiß. Und ich hoffe, dass diese Aufnahme hier nicht schon wieder ein ultimativer Crash ist. Weil die Elgato gerade schon wieder so rumgespackt hat. Das ist halt so eine Sache. Aber daran lag es jetzt nicht unbedingt. Die Elgato spinnt zwar wieder rum hier. Und wenn wir Pech haben, ist diese Folge auch wieder unsynchron. Dann entschuldige ich mich schon mal. Aber was soll ich machen? Ich habe halt momentan keinen anderen Computer. Und wenn das Programm meint, hier rumzuspacken oder der ganze Computer, dann kann ich da nicht viel dran ändern. Ich bin jetzt hier kein Fachinformatikmeister irgendwas. Kann ich nicht viel dran ändern. Muss ich halt warten, bis ich mal mir einen anderen gönnen kann. Ist halt stressig momentan. Jetzt war ich vor kurzem mal 2 Tage im Urlaub in Scheveningen in Holland. Hab mir da eine kleine Auszeit gegönnt mit Freunden. War echt schön am Strand, echt entspannt. Da kam ich mal weg von dem ganzen Generve hier. Und jetzt steht bei mir auch ein neuer Job an. Da gehe ich jetzt, ja, ich nehme heute ist Sonntag. Ich versuche die Folge auch heute noch rauszuhauen. Auf jeden Fall morgen am Montag geht's da los. Probearbeiten. Und da muss ich extremst Knallgas geben, also muss mich richtig reinlegen, damit das da was wird, damit ich da bleiben kann. Wenn ich das nicht schaffe, ich glaube, dann bricht die Welt endgültig zusammen. Ich glaube, dann ist Hopfen und Malz verloren, dann denke ich auch, was ist kaputt in dieser Welt? Weil in letzter Zeit habe ich so viel Pech, ich verstehe das nicht. Ich habe mich vor kurzem verbrannt, ne, ich kann euch das jetzt nicht zeigen. Aber ich glaube, das will auch keiner sehen. Das ist jetzt nicht so eine XXL-Ekelwunde, aber sie ist schon nett. Ich habe mich so krass verbrannt an einer Shisha-Kohle. Ja, meine Kollegen waren da Shisha am Rauchen. Ich saß am Stuhl da. Und ja, der Stuhl hat plötzlich den Geist aufgegeben. Ich flieg nach hinten und die haben die Kohle von der vorigen Shisha einfach da aufs Gras geschmissen. Ja, ich will mich natürlich abstützen mit der Ellbogen auf dem Boden und patsch! Genau in der Mitte vom Unterarm, so bam, auf die Kohle. Jetzt habe ich natürlich eine richtig geile Brandwunde hier. Die sieht auch super aus, die ist am Heilen. Das ist, davor habe ich mich auch schon mal verbrannt irgendwie. Und dann bin ich mal gestolpert, letztens so richtig extrem cool. Dann war da noch, da habe ich mir den Fuß halb verdreht und was weiß ich. Also ist hammerhart in letzter Zeit. Dann natürlich noch hier, dieser ganze Zeitaufwand, der geht momentan nicht, aber ich wusste ja von Anfang an, dass das irgendwann so kommt. Wegen der Arbeit und so weiter, dass ich dann nicht mehr so viel Zeit habe. Und das ist jetzt auch, glaube ich, leider muss ich euch sagen, ist es wahrscheinlich vorbei mit täglichen Folgen.
glaub kaum, dass ich dafür die Zeit noch finde, jeden Tag eine Folge rauszuhauen. Ist leider so, kann ich auch nichts dran ändern. Hat mich aber auch von Anfang an gewusst, eigentlich, als ich damals angefangen habe, irgendwann wird mir die Zeit flöten gehen dafür. Weil ich aber nicht gedacht habe, dass ich da noch so einen anderen Stress habe, was dieses, ja, was die Frauenwelt angeht zum Beispiel. Da habe ich auch noch, das geht mir auch noch ein bisschen auf den Sack da. Weißt du, wenn du mit Menschen reden willst, ne, und die, die sich nicht trauen, dann kriegst du einen am Appel. Dann haben sie ständig, keine Ahnung, irgendwelche Ausreden und so, mein Gott, kann ja schon sein, ne? Man will ihnen ja nichts in den Mund legen. Vielleicht stimmt es ja, vielleicht auch nicht. Aber nie haben, wenn man nie Zeit hat irgendwie für irgendwas, das ist schon seltsam, ne? Naja, da brauchen wir das jetzt nicht weiter drüber unterhalten. Auf jeden Fall ist es zeittechnisch momentan dann für den Arsch, sag ich mal. Kann ich auch echt nichts dran ändern. Ne? Halt weniger Onkel. Happy Wheels ist zeitaufwendig, weil ich die ja immer noch bearbeite ein bisschen. Kann ich euch auch nicht sagen, ob ich da jetzt hier irgendwie weiterhin öfters mal was abliefern kann. Ich würde sagen, ich schnappe mir einfach mein gepanzertes Gerät hier. Naja, ist blöd. Ich kann da nichts dran ändern, Leute. Ich würde es natürlich gerne Vollzeit hier für euch machen, aber geht halt nicht. Man muss ja auch irgendwie Geld verdienen und so weiter und so fort. Deswegen, der Job geht da halt vor. Und von der Motivation her ist es jetzt nicht so, dass ich keinen Bock habe. Aber so rein psychisch, sage ich mal, bin ich momentan ein bisschen eingeknickt, würde ich sagen. Sprich, also so geht's mir ja echt gut. Ne? Also ich kann nicht klagen über meine Freizeit und dies und das. Aber ja, ich hatte dieses Jahr halt so eine, ich spreche jetzt mal ein bisschen offener Zeug, mein Gott, dann wisst ihr wenigstens, was ich meine, was mir auf den Sack geht. Ich hatte halt dieses Jahr so eine Beziehung und die ist in die Brüche gegangen, und, aber unter den dämlichsten Umständen, die man sich einfach vorstellen kann. Weißt du, das war so eine richtig prägende Sache, die hat mich ein bisschen umgekrempelt in einigen Dingen. Bis jetzt hier Selbstbewusstsein oder sonst irgendwas, also ich habe mich schon ein bisschen verändert dadurch. Hab immer wieder mit dieser Person natürlich versucht zu reden, dies, das, und hab immer wieder dieselbe Scheiße gemacht. Aber irgendwann kam dann halt dieser Moment, wo ich so, oh wey, da wurde dann halt alles so ein bisschen klarer. Da war man wieder ein bisschen fit im Kopf und dachte sich, bla bla bla, da hat einfach dann Klick gemacht. Und du hast dann halt eine andere Einstellung zu all den Sachen. Ja, wenn du plötzlich weißt, was du willst, dann aber irgendwie Schwierigkeiten damit hast, es dieser Person mitzuteilen, dann ist das scheiße, weil... Das habe ich vorhin schon mal erwähnt, ich komme momentan nicht ran da. Das riecht mich voll auf. Immer diese Ausreden, dies, das. Wobei wir uns ja eigentlich gut verstehen. Ich befürchte einfach nur, dass diese Frau, sag ich jetzt, ja, ist super. Einfach nur Angst davor hat, sich mit mir zu unterhalten, weil ich bin natürlich stinksauer auf einige Aktionen. Und den mache ich natürlich dann Dampf, sobald wir uns mal wieder persönlich sehen, allein. Vielleicht hat Angst davor, dass sie dann von mir geplättet wird, sozusagen. Oder ja, die hatten halt schon mal so ein Gespräch und da sind wir uns direkt wieder so nahe gekommen. Vielleicht magst du das auch nicht. Ich rede jetzt ziemlich offen, das ist eine private Kiste. Ich erzähle euch jetzt natürlich auch nicht alles, aber so ein paar Dinge kann ich euch mal erklären. Dann könnt ihr vielleicht nachvollziehen, wie es mir geht oder was ich damit meine. Ist halt so die Nummer, ich weiß nicht warum, aber wenn wir uns verstehen und mehr Zeit verbringen, dann können wir auch wieder die Finger nicht voneinander lassen. So war es auf jeden Fall beim letzten Mal. Und vielleicht denkt sie, dass das dann wieder so geschieht. Ich weiß ja nicht, was da abgeht. Ist mir auch eigentlich Wurst. Ich will nur die Sachen, die mir so richtig auf den Sack gehen, ihr mal vor den Kopf knallen, damit die meisten, was mein Problem war da. Und weil ich halt, wenn ich mit Leuten nicht dann darüber reden kann, das nervt einfach. Wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten habt oder so mit jemandem, dann wollt ihr das auch ausdiskutieren, nicht, oder einfach klären, wisst ihr, euren Standpunkt irgendwie festmachen. Aber wenn ihr das dann nicht dazu kommt, dann nervt euch das natürlich Tag für Tag, wenn ihr euch das richtig so
ins Herz gefressen hat. Also ist halt so eine Sache, ich würde gern mal damit reden, aber irgendwie will's ja nicht, ne? Also ich kann ja nichts daran ändern. Wenn sie keine Zeit hat angeblich, dann ist das so. Ist aber auch mit allen anderen Sachen so. Also Gott, ich hatte auch mal mit meinen Kollegen Stress und dann braucht sie das auch 100 Jahre, bis ich das wieder geklärt hatte. Das ist manchmal nervig. Aber naja, wenn man Angst vor irgendwas hat, dann verstehe ich das. Oder genervt ist es, ich weiß es auch nicht. Unverständlich teilweise. Die 30 Minuten hat man doch mal Zeit, auch wenn es vielleicht nervig ist. Natürlich macht man lieber unterhaltsame Dinge, wo man Spaß dran hat, aber manchmal lässt sich sowas halt nicht umgehen. Oh mein Gott, er ist hier schon wieder los. Naja. Ich sag mal so, ne, nur wer redet, dem kann geholfen werden. Und wenn man mir vorwirft, ich würde nicht reden, dann, ja gut, so war es damals, ist es aber jetzt leider nicht mehr, da muss ich die Menschen enttäuschen. Auf jeden Fall ist das so ein Thema, eine zwischenmenschliche Geschichte, die mir auf den Sack geht. Aber auch zeittechnisch der ganze Stress, jetzt durch die Arbeit und so weiter, deswegen klappt das nicht so richtig hier mit YouTube momentan. Aber was soll man machen, irgendwann wird das schon wieder. Wenn es sein muss, werde ich ganz böse und stelle mich vor die Türen. Dann ziehe ich alle raus aus den Türen, mit denen ich was zu queren habe. Da. Dann ist aber Feuerwerk. Naja, egal. Genug davon. Ist jetzt nicht so ein wichtiges Thema für YouTube. Wenn ich mal Zeit finde, werde ich natürlich hin und wieder mal eine Folge raushauen. Ich will ja jetzt nicht damit sagen, dass das hier endgültig vorbei ist. Natürlich, weißt du ja, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, wird sich das auch ändern. Scheiße. Boah, eine Granate. Aber für die nächste Zeit ist ja erstmal Schluss mit lustig. Muss halt sein, kann ich nichts dran ändern. Aber jetzt wisst ihr wenigstens schon mal Bescheid. Hey, hat ja geklappt. Naja, man muss halt sehen, ne? Man sollte sein Hobby jetzt nicht unbedingt über das Leben stellen. Ich meine, so dieses Hobby hier, das kann natürlich unglaubliche Ausmaße annehmen. Aber diese Ausmaße haben wir jetzt nicht, also muss mich erstmal um alles andere kümmern. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, kann man dann später mal schauen, ob vielleicht wieder mehr Content kommt. Aber ein echter Job und so weiter ist momentan einfach wichtiger. Erstmal die Bullen loswerden, ne? Fällt mir gerade mal ein. Naja, naja, wird sich schon alles klären. Nein, aber. So ist das manchmal, ne? So kann mir das ja alles am Arsch da vorbeigehen, was diese Alte da feiert und was nicht, irgendwann erwische ich sie sowieso und dann ist sie eh fällig. Und sonst ist einfach momentan der Job am wichtigsten. Auch wenn ich gerne ganz normal weitermachen würde mit regelmäßigen Videos und so weiter. Aber ja, wie ich jetzt schon erklärt habe, geht's nicht fürs Erste. Die ganze Sache mit jeden Tag eine Folge, wir sind auf den Tag genau mit den Folgen hier, von wegen, so lange ist das Spiel raus und viele Folgen gibt es, das ist vorbei, das glaube ich, da sind wir jetzt schon über 10 Folgen im Verzug, wann ich die nachholen soll, wüsste ich nicht. Naja, naja, naja,
irgendwann vielleicht wieder. Twitch habe ich auch schon beendet. Ich habe ja eh auch keine Zeit für Doppeldinger. Geht erstmal recht. Erst recht nicht. Müssen wir mal schauen. Vielleicht mache ich irgendwann mit Twitch weiter und dann laden dann die Streams wieder hier auf YouTube. Sind qualitativ natürlich ein bisschen schlechter jetzt als die Direktaufnahmen. Aber dafür habt ihr dann was, weil über Twitch, da ist halt ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht so anstrengend, sprich, nicht so umständlich, nicht so zeitaufwendig. Da zocke ich die Runden, dann fertig. Dann wird das von Twitch gespeichert. Ich kann es hier in 15 Minuten ein Stückchen hochladen, ohne vorher zu bearbeiten. Normal macht man das ja auch vorher. Aber das ist so, das wäre eine Möglichkeit, ein bisschen mehr nochmal abzuliefern. Wenn ich mal einen Abend 3-4 Stunden Zeit habe, dann habt ihr auf 3-4 Stunden Spielzeit, die ich habe. Beziehungsweise, ja, aus 3-4 Stunden machen wir dann 5 Folgen. Ne, mehrere Folgen, also 15 Minuten Folgen immer. Könnt ihr euch ja zusammen gucken, was das ist. Habt ihr halt ein bisschen mehr. Dann spare ich mir halt die ganze Renderzeit, Bearbeitungszeit. So in 4-5 Stunden würde ich so maximal 3-4 Folgen schaffen. Vielleicht 5, je nachdem. Aber so, ja. Das wäre eine Lösung, aber auch erst in späterer Zeit ist das realisierbar. Also jetzt momentan erstmal nicht. Jetzt ist gerade die wichtige Zeit, wo ich eine Woche Knallgas geben muss auf jeden Fall. Und wenn ich das geschafft habe, ist das schon mal geil. Wenn ich das nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann weiß ich nicht, dann ist es... Naja. Okay. Dann auf jeden Fall vielen Dank bis hierhin schon mal für alles. Wir sind ja schon eine relativ große Community. Viele Menschen da immer... Freut mich auf jeden Fall und tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag für euch hier bin. Was soll ich machen? So ist das aber. Ne, das Leben ist hart, Arbeit ist hart, Freizeit ist härter. Ich muss erstmal diese ganzen Sachen alle erledigt kriegen, bevor ich wieder mit vollem Elan überall rangehen kann. Okay. Dann war's das für diese Folge auf jeden Fall erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass so lange nichts kam und jetzt in nächster Zeit vielleicht auch nicht so viel kommen wird. Zum 100. Mal. Tut mir leid. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen mal noch. Ne? Nochmal, ich wiederhole mich. Haut rein!